13.45 Uhr wurde die Feuerwehr Dietenheim alarmiert zu einem vermeintlichen Gartenhausbrand. Beim Eintreffen des örtlichen Einsatzleiters hat sich herausgestellt, dass Gebäude Zwischenteil brennt. Der örtliche Einsatzleiter hat daraufhin das Alarmstichwort entsprechend erhöht, sodass in Dietenheim zwei Löschzüge und die Einsatzabteilung Recklesweiler alarmiert wurden. Parallel dazu wurde nach der Alarm- und Ausrückeordnung und interkommunalen Vereinbarung mit der Stadt Illertissen die Drehleiter Illertissen zusammen mit einem Löschfahrzeug alarmiert. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort. Derzeit laufen noch ca. eine Stunde nach der Alarmierung die Nachlöscharbeiten. Über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.